Ja, hallöchen zusammen zum nächsten Part Pokémon Bloody Platin. Wir sind ja immer noch in EW, genau. Und wollten heute eigentlich wieder hier reingehen. Allerdings weiß ich nicht so genau, ob das eine gute Idee ist mit unserem aktuellen Team. Aber andererseits, scheiß drauf, ich habe noch einige Trainer da ja sowieso vergessen. Deswegen würde ich da einfach vorschlagen, dass wir da scheiß drauf sagen. Und vielleicht noch ein paar Tränen auf dem Weg, naja, Kopf kürzer machen oder so. Warte, das hier war Lebell, ne? Ja. Ja. Okay. Also die wissen wohl selbst nicht so genau, was sie wollen, ne? So, ja, den Rest kenne ich. Danke. Danke. Was sagst du? Ah, an den Sternen natürlich seid ihr das. So, dann will ich mich mal mit euch kloppen. Nö. Und mal sehen, was ihr so alles habt. Schlupuk. Schlupuk ist, ja. Vom Typ zu irgendeinem, ja. Ne? Vom Typ. Keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ist außer dritten Generation. Ich habe gerade das Gefühl, dass es Typ Käfer ist oder sowas. Irgendwie in die Richtung wahrscheinlich. Weil Kampf ist und er hatte irgendwie Toxin, das klingt sehr nach, denke ich, nimm mal wieder Wodka rein, weil, ne? Und so. Eigentlich ja nicht gerade das Schlaueste, aber Amnesie. Spezialverteidigung steigt stark. Ach, interessant. Das ist ungefähr so logisch wie der Stein da vorne. Na, wobei. Ich bin auch ein Idiot, kann das sein? Ich sehe gerade Spezialverteidigung steigt. Und ich benutze natürlich Drachenwut. Wobei, theoretisch ist das egal, weil die es so oder so 40 abzieht. Aber ich nehme mal Feuerzahn. Weiß nicht, ob das, was das genau ist, ob das spezial ist oder nicht oder was auch immer. Okay, Level 25 für Bex, sehr schön. Okay. Uncool. Pupita. Pupita, Pupita. Ich glaube, das ist. Oh. Was bist du für ein Typ? Oh Gott. Typ Drache, Typ Sand, ich weiß es nicht. Also ich würde auf irgendwie sowas raten. Also, pack mal Uso rein, weil ich es kann und so. Und der Baum schön ist und so, ne? Also einfach mal rein damit. Ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Wirklich nicht den leisesten Schimmer. Ich nehme jetzt mal einen Blubstrahl. Typ Unlicht. Vielleicht. Okay. Typ Kampf. Weil ich. Wie soll der Typ Kampf sein? Keine Ahnung. Wow, gut EP gibt das. Sehr gut EP eigentlich, ja. Ja, halt den Mund. So, jetzt will ich aber einmal kurz schnell aufheilen. Einmal halt wegen dem Gift. Trank, Supertrank, Ether, Sonderspezialität. Ja, geil! Ich glaube, wir gehen doch noch einmal ins Pokécenter. So. Genau, der sieht so aus, als könnte er zerschnitten werden. Richtig. Gott, bist du ein Genie. Meine Fresse. Immer. Gerade sehe ich was. Was total uncool ist. Ich hoffe mal, meine Stimme ist jetzt so etwas lauter oder so. Weil gerade sah das so aus, als, ne? Ich muss das gleich mir mal ansehen, weil ich sehe gerade, das hat irgendwas hier verstellt. Werde ich wohl nachbearbeiten müssen. Also das war hier bei Camtasia, der hat das irgendwie total niedrig aufgenommen oder sowas. Keine Ahnung. Schaue ich mir gleich im Nachhinein nochmal ein. Vielleicht muss ich das auch so zusammenschneiden, dass es, ne, keine Ahnung und so. Ne? Okay. Gut. Wir gehen dann jetzt weiter und. Ja, stimmt, da war ja noch ein zweiter, genau. Also, nochmal Zerschneider.
So, Hallöchen. Ja, natürlich. Also. Ja. Slimer. Ich weiß, mit diesem Typ weiß ich einfach nicht. Ich weiß es gerade gar nicht, was das für ein Scheiß-Typ ist. Das ist immer so eine. Oh, ich hasse Slimer. Ich weiß es nie so genau. Irgendwie Typ Gift oder sowas. Fang mal wieder Uso rein. Ernsthaft, ich habe da nicht den leisesten Schimmer. Also ich hasse dieses Biest, ey. Schlammbart, ey. Ich geb dir gleich Schlammbart. Geil. Wie gesagt, ich hasse es. Ich hasse dich. Hubstrahl. Ich habe keine Ahnung. Ich sag mal, bin ich jetzt irgendwie... Ey. Gut, du wirst mir nicht viel bringen. Nehmen wir Wodka rein, nehmen wir Wodka. Packen wir Drachenwut drauf, das zieht immer 40, das reicht. Na, danke. Nochmal Drachenwut. Haut immer rein, haut immer rein. Na? Penner. Nochmal. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Na? Schön. Erstmal für das halbe Team EP. Draschel. Typ Drache. Typ Drache, da ist effektiv gegen, ich glaube, Typ Eis. Typ Eis habe ich nicht. Ja. Also ich werde wechseln. Ah, was nehme ich da? Ich weiß nicht, ich ziehe jetzt erstmal Backs rein. Komm. Packe ich erstmal das rein. Das ist, ich weiß, dass es nicht sehr effektiv sein wird. Meine ich jedenfalls. Glaube ich. Das ist immer so eine Sache, ne? Komm. Paralysiert, schön. Energiefokus. Pumpt sich auf. Oh, okay. Gefährlich, gefährlich, auf jeden Fall. Glut. Ich weiß nicht, was das für einen zweiten Typ hat. Keine Ahnung. Könnt ihr jetzt raten auf Feuer? Das wäre ein bisschen billig irgendwo auch. Wow. Ich wechsle mal wieder. Komm, scheiß auf, ich pack Uso rein. Ist zwar vergiftet, aber naja, vielleicht hält es das ja noch aus. Wenn es jetzt wirklich Typ. Ah, sehr gut. Ah, toll. Ah, gut. Ich probier's jetzt. Na, soll ich einmal Blubstrahl? Ich weiß nicht, wie die Initiative von den beiden aussieht. Ich benutze einmal kurz einen Trank. Komm. Nochmal, dass der weiterhin paralysiert ist. Na. Schutzschild? Ja gut, okay. Also einmal ein Blubstrahl. Ah, fick dich mit deinem Schutzschild. Das ist eine sinnlose Attacke, Leute, ey. Also es gibt ein paar Situationen, in der die ganz sinnvoll ist. Ach, scheiß drauf, ich gebe dem Dings da einen super Trank. Es gibt ein paar Situationen, in der Schutzschild ganz super ist und so. Unter anderem, was weiß ich, wenn der, keine Ahnung, Solarstrahl einsetzen will oder sowas. Boah, ey. Leck mich doch am Arsch, ey. Aber das war jetzt leicht sinnlos irgendwie. Na, nicht sehr effektiv, ja, schön. Super. Oh, dieses scheiß Gift, ey. Ich hasse es, ey. Ich hasse es. Nimm mal Metallklaue. Bringt's ja mehr, mal sehen. Nö, noch weniger sogar. Ja, halt den Mund endlich. Halt den Mund. Geht doch.
Auch egal. V plus Apple. So. Da habe ich auch noch einen Tipp bekommen. Da soll ich irgendwas, dem soll ich irgendwas geben, dass schnell. Ja, geil. Für so eine Situation vor allem, ne? Dass die Initiative steigt. Ich wüsste da jetzt gerade gar kein Item. Also wenn ich eins finde, werde ich es dem geben, aber gerade wüsste ich keins. Und diese dummen Scheiß Kerle, die waren jetzt verdammt nervig, Alter. Die haben mich aber gut zerhauen. Komm. Yep. So sieht der aus, genau. Genauso und nicht anders. Voll chili schon so. Und, stimmt. Hat mich noch jemand darauf hingewiesen. Mein Sichlor entwickelt sich. Also normalerweise bräuchte man da irgendwie für ein Eisen Dings, Bumster, um es zu Scherox zu entwickeln. Irgendwie sowas war da. Und das ist jetzt Schwachsinn, weil da reicht Level 40. Ich muss nur bis Level 40 kommen, dann reicht das. Und auch für Evoli habe ich eine weitere Planung. Ich denke nämlich nicht, dass ich es zu Blitzer entwickeln lasse, sondern eher zu Glaciola oder sowas in der Richtung. Ihr wisst Bescheid. Wahrscheinlich sogar besser als ich. Okay. X-Tempo. Na gut, brauche ich nicht. Benutze ich eh nicht. Was sagst du so? Unsere Zielvorgaben sind unfassbar. So unfassbar, dass ich sie nicht verstehe. Ja. NS-Zeit, schon mal gehört? Da hatte auch keiner eine Ahnung. Überleg mal, wo es geendet hat. Nebulak. Interessant. Ja, da wird mein Bex nicht viel bringen. Ich zieh mal Uso rein. Ist, denke ich, am sinnvollsten. Gegenstoß. Das bringt das doch gleich. Das haut nur einfach rein. Ah, okay. Das haut nur rein. Konfusstrahl, du Penner. Boah, bist du ein Arsch. Ja, halt den Mund. Sehr schön, Blubstrahl. Nett. Eindeutig, nett. Ein Tiefschlag? Was bist du denn für ein Penner? Ah, nicht mehr verwirrt, sehr schön. Sehr gut. Okay. Na, Level 25, sehr schön. Sehr gut. Zwillicht, ich bleib mal bei Uso. Ist ja so quasi das, nächste Geist, Pokémon, wie auch immer. Blubstrahl, Baum. Dann ist es hoffentlich auch Ende damit. Ich meine, Zwillicht hat ziemlich gute Werte, wenn ich das in Erinnerung habe. Ich weiß es nicht. Das hat mich jetzt auch geärgert ein bisschen. Ich wollte ja eigentlich ein Traunfugil noch haben für das Team. Aber wir haben ja damals keins gefunden. Und ehrlich gesagt, ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich das jetzt herbekomme. Weil, ja, ne? Also es gibt anscheinend irgendwie ein paar Szenen, wo dieses mit dem Dings ganz gut hinhaut. Aber wieder andere, in denen das nicht so ganz läuft. Naja. Gut. Wofür kämpfe ich nochmal? Tja. Für die Ausrottung aller Juden oder was? Ja, das war's damals, ne? Egal, wir sehen uns, würde ich sagen, erst im nächsten Part wieder bei Pokémon Bloody Platin. Tschö.